Heute warten neue Abenteuer auf Olivia. Wir reiten aus und erkunden ein bisschen die Gegend und treffen auch neue Nachbarn. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge My First Horse Adventures on Seahorse Island. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wheels are turning. Go back to the wagon. Wir müssen jetzt, nachdem wir... wo ich zweimal ja hingeritten bin, weil ich wieder komplett tilt gewesen bin, komplett lost. Nachdem wir den Bolzen besorgt haben, um die Kutsche hier zu reparieren, müssen wir das jetzt auch in Angriff nehmen. Fix it. Oh, cool. Ist das ein Minigame? Jo. Ich muss alles, was er macht, in der richtigen Reihenfolge wiederholen. Okay, das war jetzt ein einfaches Minigame. Das ist nicht besonders schwierig. So, was erzählt Felix uns denn jetzt? Felix turned to Olivia and said, "Wow, you're really good at fixing wagons. It's like magic. It's so much more useful when it has all the four wheels on." Olivia laughed and said, "I'm surprised myself. It is the first wagon I fixed, like ever. I'm so happy it works again." Felix chuckled and said, "It's so great the wagon works again. Thank you, Olivia." Felix looked a bit tired, but continued. I have nothing else I need help with right now. So you can do anything you want. Ride around the island and collect, well, flowers or something like that. Or you can set up a jumping course and try your luck with that. And when you are done with today, you know where your house is. Have fun. Okay, also Felix hat sich total gefreut, dass wir es geschafft haben, den Wagen zu reparieren. Und Olivia im Übrigen auch, weil sie hat gesagt, ich habe noch nie einen Wagen repariert und ich muss niesen. Der hatte Ladehemmung. Ich lasse es aber mal drin, das sah bestimmt lustig aus. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Also theoretisch könnten wir ja Starlight nochmal rausholen und dann mal einen Ausritt ohne Sattel machen. Einfach nur mit Zaumzeug. Finde ich ja auch mega cool, dass das funktioniert. So, schnappen wir uns das jetzt mal. Pickup. Oder wollen wir mal einen Springparcours machen? Nee, ich glaube, ich möchte erstmal eine Runde ausreiten. Das Beste kommt zum Schluss. So, komm mal mit. Ein Feini bist du. Ein Feini. Oh, hier. Nicht schlecht. Aber warte mal, stopp. Ich muss nochmal runter. Wir müssen mal aufs Handy gucken und auf die Map. Was sind das für hier die Fragezeichen? Kann ich mir da irgendwie... Ei. Das ist nicht so einfach. Da wir keine Minimap haben und uns offenbar auch keine Markierung oder sowas setzen können, ist das echt nicht so leicht, sich zurechtzufinden. Also ich glaube... ich kann nicht schneller reiten, wenn ich keinen Sattel drauf habe. Okay. Na gut, dann machen wir halt mal einen etwas gechillteren Ausflug. Macht ja auch nichts. Ja, Ausritt. Ja, also auch irgendwie irgendwo ein Ausflug, aber gemeint war ein Ausritt. Wie gesagt, ist ja auch mal nicht schlimm, ne? Aber ich finde es generell cool, dass das überhaupt geht. Okay, wahrscheinlich ist da hinten die Hütte der Punkt. Könnte ich mir vorstellen. Komm, wir springen mal über das Wasser drüber. Ach, ich kann doch nicht springen ohne Sattel. Okay, also ganz so sattelfest ist sie noch nicht. Ist aber nicht tragisch, weil sie hat ja auch gerade erst angefangen, ne? So. Bleib hier. Bin ich denn? Da bin ich. Okay, nee, da muss ich den Weg noch ein bisschen weiter reiten. Und hier nach rechts scheinbar für das Fragezeichen. Also das wird noch eine Herausforderung, Leute, das hier alles zu finden auf der Map, ohne dass man die Karte auch irgendwie hier eingeblendet hat. Das wird, glaube ich, echt noch schwierig.
Warte mal, stopp. Oh. Da ist eine Blume, die wir einsammeln können. Ich weiß auch nicht, was das für eine Blume ist, aber das werden wir gleich rausfinden. Collect. This flower was nice. That goes to my collection, smiled Olivia. Ich finde das so süß. Mir hat jetzt jemand geschrieben, dass es mittlerweile im Englischen tatsächlich möglich ist, dass halt wirklich so gut betont KI liest. Von daher gehe ich dann mal davon aus. Livy have discovered Little Lake. Okay, aber siehst du, has discovered müsste das eigentlich heißen. Das hier ist unser Fragezeichen. Guck mal, ich finde das so toll, dass wir auch hier einfach in dem See... dass wir einfach auch in dem See rumreiten können. Ich finde das so toll, dass wir hier keine... Na, auch dass das halt mit den Geräuschen so passt. Ich weiß, das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber es ist leider in vielen Spielen halt nicht unbedingt gang und gäbe, dass auf sowas geachtet wird. So. Wir sind jetzt da. Little Lake. Ich würde aber sagen, da sind wir auch schon gewesen. Ich weiß auch nicht, weil ich habe noch keinen Plan, was diese pinken und lilanen Punkte sind. Das werden wir aber noch rausfinden. Ich glaube, wir reiten jetzt schon mal zurück, weil für längere Ausritte ist es dann schon angenehm, wenn wir einen Sattel drauf haben, damit wir ein bisschen flotter unterwegs sind. Das würde ich dann halt schon so machen. Muss mal gerade gucken, wie lange nehme ich eigentlich auf? Seit circa 6 Minuten. Gut, ja. Ich muss aber so ein bisschen gucken, da das Spiel, das ist vielleicht auch noch eine interessante Info, das Spiel hat keinen Fenstermodus und ich kann es nicht auf 4K stellen, ich kann es nur auf 1440p stellen. Da ich aber einen 4K-Monitor habe, zerschießt mir das immer so ein bisschen die Bildschirmauflösung und ich kann nie genau auswählen, was ich auf dem rechten Monitor sehe, weil es halt einfach... Frag mich nicht, warum das so ist, aber Windows ordnet dann halt alles ganz komisch an. Und deswegen kann ich die Uhr nicht einfach so einblenden. Oh, hier ist auch noch ein Blümchen. Das sammeln wir gleich ein. Deswegen kann ich die Uhr nicht einfach einblenden. Einfach aus dem Grund, dass die mir immer ausgeblendet wird. Also ich habe mein Aufnahmetool, das sehe ich, aber das war es dann halt auch. Und, so. Zack, nehmen wir mit. Und deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen aufs Handy gucken, dass ich grob einen Anhaltspunkt habe, wie lange ich aufnehme. Also nicht denken, ich bin hier, ich gucke in WhatsApp oder sowas und gucke, ob mir irgendjemand geschrieben hat oder so. Nein, das ist es nicht. Ich muss halt nur, wie gesagt, so ein bisschen gucken. So. Müssen wir eigentlich schon wieder Wasser? Ich weiß es nicht. Egal, wir machen es einfach mal. Use. Nee, das scheint noch voll zu sein. Dann ist ja gut. Lief, zack. Futter ist gerade keins mehr da, aber wir haben ja eigentlich schon gefüttert, ne? Oh! Ist aber ganz schön dreckig geworden mittlerweile. Ja, das ist natürlich angenehmer, wenn sie angebunden ist. Also das muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich bislang so ein bisschen blöd finde. Das Putzen. Das ist echt so ein bisschen so mit dem Steuern, dass ich die Bürste halt einfach mit den rechten Maustasten drücke. Das ist halt eigentlich nicht mit den rechten Maustasten, mit den Pfeiltasten steuere und dabei eh gedrückt halten muss. Das ist ein bisschen anstrengend. Wahrscheinlich müssen wir sie morgen sowieso direkt wieder putzen. Oh, jetzt wird sie wieder nicht mehr sauber. Jetzt ist wahrscheinlich die andere Seite noch dreckig. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, es reicht, wenn wir am Bauch putzen. Beziehungsweise ist das, glaube ich, auch die einzige Stelle, wo wir wirklich einen Putzfortschritt haben. Obwohl jetzt wieder nicht. Egal, reicht jetzt auch erstmal. Wir haben sie ja schon geputzt heute. Das Blümchen wollte ich noch einsammeln.
This is a keeper, Olivia said excitedly. Und wo können wir hier den Springparcours aufbauen? Muss ich hier irgendwas machen? Ja. Ach, guck. Wir haben unterschiedliche Parcours, die wir aufbauen können. Und wir schalten sogar unterschiedliche Höhen frei. Und wir können auch das Aussehen der Hindernisse anpassen. Das finde ich schon ganz cool. Aber ich wollte jetzt eigentlich... Ja, ich wollte jetzt eigentlich erstmal raus. Hallo? Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Habe ich einen Bug gefunden oder soll das so? Was passiert denn, wenn ich jetzt schlafen möchte? Gucken wir mal, was passiert. Weil wir haben ja eigentlich soweit alles gemacht, ne? Das finde ich auch cool. Olivia helped Felix with various chores on the farm. Nothing too exciting, really. So let's skip ahead a bit in the story, shall we? Das wird halt echt so schön erzählt. Also es ist jetzt so ein bisschen was passiert, nichts besonders Interessantes. Und deswegen skippen wir jetzt einfach mal die Woche. Aber ich kriege gerade das Dingens da nicht mehr weg von den Hindernissen. Das ist ein bisschen blöd gerade. Vielleicht, wenn ich nochmal zu den Hindernissen gehe und das nochmal anwähle und dann vielleicht rausgehe. Das wäre eine Option. Nee. Ja gut, dann muss ich mal kurz einen Cut machen, dann starte ich einmal kurz neu. So, jetzt sind wir wieder im Spiel zurück. Das Menü ist weg. Wunderbar, jetzt kommen wir erstmal wieder. Warte mal, müssen wir mit? Ja, wir müssen nochmal mit Felix quatschen. I hope your first week here at Seahorse Island has treated you well. Felix continued, I have a favor to ask you. Can you help me to deliver some things to my friend Clara that lives in Manor Solidon just up the road? Olivia replied cheerfully, Of course, I'm always happy to help. What would you like me to do? That's great. Here's what I need you to do. First, can you go to the chicken coop and gather some eggs? Then go to my neighbor Henry and take some delicious honey from his beehives. Finally, take a ride to Countess Clara's place and see if there's anything else she would like. Olivia's face lit up with anticipation. She loved the idea of going on an adventure. She exclaimed, Oh, I can't wait to get started. I'll go right away. Überlegt euch mal, wie das für uns gewesen wäre, in dem Alter solche Aufgaben zu haben. Und, zur Hölle, solche Aufgaben einfach zu haben und das alles auf einem Pferd erleben zu dürfen. Ganz ehrlich, da wäre doch die meisten von uns einfach das Herz aufgegangen. Einfach so Aufgaben. Das wäre halt wirklich so ein bisschen abenteuermäßig gewesen. Das ist halt schon so ein bisschen... Es haben jetzt auch schon einige geschrieben tatsächlich, dass es sie so ein bisschen an ihre Kindheit auch erinnert, weil das Spiel einfach so ein bisschen ist, wie die Spiele früher gewesen sind. Dem kann ich nur zustimmen. Deswegen fühle ich mich irgendwie in dem Spiel, obwohl es ein neues Spiel ist, fühle ich mich irgendwie nostalgisch. Das Einzige, was ich bislang wirklich kritisiere, ist das Putzen, weil das raff ich nicht. Weil irgendwie, da verstehe ich jetzt nicht so ganz, was ich machen muss, damit Starlight jetzt zu 100% perfekt sauber wird. Das habe ich halt echt noch nicht so ganz raus. Na gut, ich hole mir einfach mal das Sattelzeug. Zack. So, Sattel, Zaumzeug. Voilà. Zack. So. Nein, oh, wollte ich gar nicht.
So, nein! Ja, Starlight guckt mich auch schon an und denkt sich, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Disconnect. Nein! Get on. So, also wir müssen da hinten erstmal zu dem, go to the hunting tower and talk to Henry. Wir müssen erstmal zu diesem Hochsitz. Oh. Das Hufgeräusch erinnert mich an irgendwas. Bei irgendeinem Spiel gibt es das Hufgeräusch auch. Bei irgendeinem Spiel gibt's das so. So, ich bind dich mal lieber an. Nicht, dass du gleich weg bist. So. Voila. Hello down there. I'm Henry and you must be new on the island, said the man at the tower. Simba. Olivia looked up on the tower and said, Hi, I'm Olivia. Well, I have been here for one whole week now. I'm living on Storgorda this summer and helping Felix on the farm. Especially with the horse. That sounds really fun. I also love animals, said Henry, standing in his hunting tower and gazing out over the landscape. Curious, Olivia asked, but you look like a hunter. Oh, no, replied Henry. I used to be, but then, never mind. Now I just enjoy looking at animals and take care of my bees, of course. Excitedly, Olivia said, Yes, the bees, that's why I wanted to talk to you. Felix wants some honey from the beehives. Can I take some? Yes, of course, you can take some honey. Just be careful with Ricky, he's an old cranky bee, Henry warned with a smile. Seine Bienen haben einfach Namen. Okay, also wir sollen mit einer Biene besonders aufpassen. Weil die so ein bisschen garstig ist. Pick up some honey from the beehive. Die ist da hinten. Ja, also was auch immer passiert ist, dass er kein Jäger mehr ist. Aber er war wohl mal ein Jäger, der Henry, aber ist halt keiner mehr. Er steht jetzt lieber da oben rum und beobachtet die Tiere. Und hat jetzt halt auch angefangen, Bienen zu halten. Ach, das ist Henrys Haus. Ja, hier sind wir doch jetzt erst gewesen. So, warte du mal hier. Okay, hat funktioniert. Go to Solgen and find Countess Clara. Das ist auch nicht weit. Das ist nämlich direkt gegenüber. Da sind wir nämlich aus Versehen schon vorbeigeritten. Das ist die, wo ich in der ersten Folge, glaube ich, gesagt habe, wer das denn ist, die da? Die hatte, glaube ich, relativ schicke Sachen an, oder? Die unmittelbare Nachbarin. Ja, genau. Die galoppieren nicht über Asphalt, liebe Leute. Das tun wir nicht. Ein bisschen Roleplay kann man ja hier auch ruhig reinpacken, ne? Wenn wir schon ein RPG spielen, was es ja im Endeffekt ist, dann können wir auch ein bisschen RPG einfließen lassen. Ja, guck, genau, da ist er ja. Warte mal, bin ich jetzt einfach... ich bin jetzt, Nee, ich glaube, das ist keine gute Idee, sie am Baum anzubinden. Vielleicht sehe ich dann die Schleife nicht mehr. Ich bin... Hallo. Da binde ich sie jetzt an. Jo, die ist echt schick angezogen. Oh, darling, you must be Olivia. How lovely to meet you, said Clara and waved her hands around like a queen. Olivia replied cheerfully, Hi, and you must be Felix's friend, Clara. Oh yes, darling, I am. And it's such a delight to finally see you. Well, darling, I believe you have something for me. Olivia nodded and said, Yes, I have some eggs and honey for you. Mm. Oh, that's so lovely of you to help. Let's see, eggs and honey. Perfect. Now if you can be a darling and help an old lady with one more thing. You see, I have this amazing apple tree behind my beloved house here. Clara pointed towards the big white house. Da hat mir jetzt gerade gemerkt, dass es KI ist. Be a real angel and get a few apples down for me. Perhaps you can shake the tree gently. Clara thought for a moment. Or maybe you can find a long stick or something to poke them with. Olivia nodded, ready for the adventure. Okay, I'll see if I can figure something out. I'll be back soon. Okay, also, wir sollen jetzt Äpfel von dem Apfelbaum hinter ihrem Haus holen
und entweder den Apfelbaum schütteln oder aber mit einem Stock die Äpfel darunter holen. Ich weiß ja nicht, was besser ist. Try to shake the tree. Ja, werden wir tun, aber nicht mehr heute. Das machen wir dann einfach beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von euch, bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt vielleicht diese Woche ein paar Folgen mehr bringe. Gucken wir einfach mal. Auf jeden Fall schön, dass ihr dabei gewesen seid. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.